Nur ich war seitdem nicht mehr krank. Also ich habe damals so etwas wie ein Wunder, das nicht erklärliche, erlebt. Und das hat mich auf die Suche nach dem Unerklärbaren gebracht. Damals mit 15, 16 war halt erstmal Schule und zu sagen, mit diesem ganzen Blödsinn, Heil, Krankenhaus, irgendwie, ich will nichts damit zu tun haben.